Ach du Schande, wir dürfen hier echt überall runterspringen. So ziemlich. Naja. Was that truly necessary? Ach, hör nicht rum. Hör auf rumzuheulen, du machst dich gerade richtig unsympathisch, weißt du das? So, dann schauen wir mal, wo wir hier noch hingehen könnten. Na, erstmal hier speichern natürlich. Ich denke mal, da unten erwartet uns dann hoffentlich der nächste interessante Bosskampf. Das wäre echt cool. Das wäre so richtig Knorke. So, aber erst rennen wir natürlich noch einmal hier rum. Geh weg, Geist. Ich will mich nur umgucken. Nur ein bisschen Sightseeing. Können wir nicht brauchen. Ich bezweifle, dass wir hier runter wollten, oder? Ja, runter wollen wir jetzt nicht. Ganz bestimmt nicht. Aber das wollen wir runterschmeißen. Das ist gut. Das ist richtig gut. Komm, springen. Jetzt sind wir nämlich wieder hier unten. Hoch. Eieiei. Jetzt können wir den anderen Weg noch prüfen, den wir eben nicht genommen haben. Perfekt. Sag ich dann nur dazu. Und was haben wir hier noch? Ein Schatz oder eine Truhe? Immerhin. Oh, Achtungssymbol. Der gibt mehr EP und alles. Sehr schön. Ist halt auch ein bisschen stärker, aber gibt auch mehr EP. Das finde ich super. Aber wir müssen auf unseren Freund wechseln. Scheiße. Artesil ist echt für den Arsch. Und bam. Yeah. Wunderbar. Nein, das ist falsch. Du sollst einen Erdangriff machen, ja. Und wir verbinden uns mit dir. Na los, hilf uns. Gib uns ein bisschen Tipo-Punkte. Ja, genau so. Das ist schon episch, da man wirklich einen ewigen TP-Haushalt damit hat. Ah, ich drück doch nach unten. Schande, jetzt hat uns der Schmetterling unterbrochen. Bats. Schmetterling, du musst dran glauben. Zack und zack und nicht getroffen, zack. Wir treffen den nicht gut. Na, es macht auch nicht so extrem viel Schaden an dem kleinen Schmetterling. Und, Mist, wir hatten nicht mehr genug. Attack Sailor, glaube ich. Okay, sehr schöne Sache. Komm, wir verbinden uns mal wieder, meine kleine Schöne. Was geht mit dir? Ja, mit einer Hand spielen und die Nase kratzen ist echt episch. So. Einmal das und zack, runter. Ja, genau. Kann das sein, dass die höhere Verteidigungswerte haben? Ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher, aber irgendwie kriegt die so ganz wenig Schaden. Oder es hat echt nur so ausgesehen. Naja, testen wir es nochmal. Ah, ich weiß nicht. Sieht wahrscheinlich nur so aus. Ah, Sharing Caring. Kehr dich ein bisschen mehr. So ist das richtig, meine liebe Elise, mein Mana-Spender. Sorry about that. Yay. 196 ist cool. Genau, Mila. Hat sich doch gelohnt, definitiv. Ah. Ah? Noch tiefer? Ah, okay, jetzt sind wir hier. Interessant. Alles fühlt sich zum Anfang. Passt halt eben so. Wir wollten genau das, die Blendende? Nee. Bindende. Scheiße, ey. Bindende Sphäre wollten wir freischalten. So. Das wollten wir nicht freischalten, sondern... Ah ja, wir wussten nicht, worum wir gehen wollen, genau. Ha, das ist jetzt natürlich... nicht so wirklich dramatisch. Pff. Oh, was haben wir denn hier? Erhöht das AZ-Maximum? Das nehmen wir noch mit, so. Wunderbar. So, und dann gehen wir jetzt natürlich noch hier rum. Reicht das, wenn wir außen rum gehen? Ich weiß es nicht.
Wie viel KP haben wir denn da? 89. TP, TP. Nehmen wir TP lieber mit, so. So, jetzt geht's ans Eingebackene. Angriff 2. Ans Eingebackene? Habe ich Eingebackene gesagt? Ich meine ans Eingemachte. So, das da brauchen wir zum Beispiel nicht mehr. Von der Feuerkugel zur Leuchtbombe, das ist Schwachsinn. Immunität, nein, nein, nein. Genau, Angriff 2. Sehr schön. Hat sie sonst noch was? Nein, gut. Wundertoll. Ja, meine fette Schildkröte, rübst du nur? Also mein, was heißt fette Schildkröte? Du Stachelschwein, Vergewaltigungsopfer. Oh Mann. Spring! Mila kann springen. So, dann klettern wir jetzt mal die halbe Ewigkeit nach oben. Wie man es ja aus anderen Spielen schon kennt, wo man eine halbe Ewigkeit nach oben klettern muss. Wie mit den lustigen Greifmessern in Grecklyph. Terranigma! Terranigma! Komm schon, du Mistding, lass dich umrunden. So, letzte Speicherung vor dem in den Vulkan springen. Ja, es gibt für alles ein Wort, man muss es nur erfinden. Barney Stinson und so, Kreativität, Wörter erfinden, bla bla bla. Kennt ihr doch bestimmt die Folge. So, ach, und da sollen wir reinspringen. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob das so intelligent ist. The core is active now, but what can we do up here? Grow wings? Good thinking. I shall cast a channeling circle on the erupting spirit energy. We may be able to ride it down safely, but only if we can maintain control. So are we gonna dive in? Should have kept my mouth shut. We're only gonna get one chance to hit the core. What are we waiting for? We have to save those citizens. Right. There's no other way. Your metal is inspiring. Thanks. Young lady, will you wait here, please? All right then, hold on tight, okay? This might be a turbulent flight. Too rough. Need a hand? Much obliged. There's Master Klein. Forgive me. I dashed off again, without heeding your warnings, and I shouldn't have. I am just glad that you're safe. Do you know if Noctigal is still here? I came here to demand answers about all of this, but his personal guard took me captive. I see. Oh, I just hate this place! Let's get out! The Spud's right. I'm getting bad vibes here. Watch out! Get back! Oh no! What's that? We're about to find out! So... Ich wäre auch enttäuscht gewesen, wenn jetzt kein Bosskampf käme. So. Namenlose Missbildung. Level 16, 50.000 KP, gibt 600 EP. Okay.
Schwäche Erde. Das gefällt mir. Erstmal gucken, was es kann. Au, au. Ja. Na los, näher ran. Solange du keine Ads beschwörst, bin ich happy. Oh yeah. Das war eine Menge Schaden, mein kleiner Freund. Oh, vielleicht noch einen? Komm schon. Na, schade. Egal, wechseln wir wieder auf Elise. Oh, 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 das Ding lutscht mich aus. Wow. Ah, das gibt dem ganzen Partner dann ein Arteziel. Ah, also der ganzen Verbindung. Okay, na, jetzt kriege ich auch wieder eins. Na, klasse. Also müsste ich da schnell genug sein. Oh, ey. Okay, das ist echt übel. Wow, wow, wow. Ich will hier mal kurz auf Seite. Ah, das ist nicht gut. So, wir gehen jetzt mal kurz auf Seite und... Okay, gucken mal kurz zu. Ach man. Hey, ich dachte, das wäre was von dir, Jude. Ich dachte, du willst uns heilen. Jude, wieso heilst du nicht? Naja, dann neuer Try. Alvin? Hallo? Was machst du da? Ja, mach den mal wach. Das ist eine gute Idee, du Missbildung. Danke dir. Hammerhart, ey. Steht ja nur da rum. Ich glaub's nicht. So, verbinden mit dir. Und fail. Oh, Spiritual Energy. Oh, leck mich doch. Ich will... Ah, das gibt's ja nicht, dass das Vieh einfach macht, was es will. So. Geht doch. Immerhin mal ein Treffer. So, gleich noch ein Treffer. Komm schon. Oh. Und der trifft nicht mehr. Naja, auch okay. Hat immerhin schon knapp 9000 Leben verloren. Wir treffen es nicht. Wir kommen nicht nah genug ran gerade. Okay, ich gehe mal kurz auf Seite. Boah, ist das wie so schnell. Scheiße. Hör auf mich zu blocken, Kumpel. Mach mal Platz hier. Wo war der Skill? Wo war der Skill? Verdammt! Ich weiß nicht mehr, wo meine Skills waren. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Wir gucken einfach nach. Gar nichts, einfach nur Kreis drücken, okay. Dann machen wir es mal. Oh, oh, das kommt nicht schnell genug raus, oder? Habe ich selbst abgebrochen? Immerhin kam das raus. Ist zwar nicht so effektiv, aber egal. Jetzt, das trifft wieder, komm. Oh nein, hat uns irgendwie abgebrochen. Bats, sehr schön. Nicht alle auf einen Platz. Nein! Mach den Scheiß doch nicht mit. Allheilmittel. Auf mich, so. Oh, das ist ungut. Oh, hör auf rumzulutschen. Ich will doch nur auf dich draufhauen. Weg hier. Na klasse, das hat dich getroffen. Wir haben... Was haben wir? Sind wir verwirrt? Wir sind verwirrt. Puh. Ich glaube, jetzt sind wir aber nicht mehr verwirrt. Nein, wir sind nicht mehr verwirrt, okay. Hier erstmal weg. Eine kleine Übersicht muss man natürlich immer behalten. Oh, fliegende Gegner sind doch kacke. Oh mein Gott, ich bin tot. Schön gemacht, hast einen Healing Circle gezaubert und jetzt belebe mich bitte wieder. So... Kommst du mal da runter, Schmetterling? Oh. Ey, ich glaub's manchmal nicht. Das Vieh treffe ich doch nicht. Ich meine, ich kann zwar springen, ja, aber dann... Oh, ey, es ist mal gut jetzt. So. Heftige Missgeburt, du. Warum habe ich eigentlich gar keine Verbindung? Was soll das? Ich treffe das Vieh nicht. Ich treffe das Vieh nur mit einem einzigen Skill und den habe ich jetzt nicht mal hier. So, wir versuchen jetzt mal ein bisschen Abstand zu halten. Mehr oder minder. So. Ja, komm schon. Trank des Lebens auf die kleine Elise. Und... Oh Mann, oh Mann.
Komm schon her, lass dich irgendwie treffen. Oh, das gibt's doch nicht. Aus nichts wirkt das Mistvieh irgendwelche Scheiß-Skills. So, Zitronengummi? Nein, 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 nein. Orangengummi, genau. Dann zaubern wir halt ein bisschen zurück. So. Wir können das nämlich auch. Nur nicht so effektiv. Ah. Na klasse, das wird wahrscheinlich noch ein Try. Selbst wenn wir es treffen, durchs Springen... Ah. Kaum eine Chance. Ey, wieso machst du gar nichts? Kein Wunder, du hast keine dreckigen TP. SP, ach, diese scheiß blauen Punkte. TP, ja. TP erinnert mich immer an Trefferpunkte. Was? Nein, gib ihm keinen Gummi. Nein, du gibst ihm auch nichts. Du gibst ihm einen Trank des Lebens, bitte. So, ah, die Missbildung hat noch genug Leben. Wir haben einfach keine TP und wir kommen nicht an das Vieh ran. Ich komme nicht an das Vieh ran, anständig. Mann, was ein Scheiß. Jetzt wird's uns töten. Mhm. Naja, noch leben wir. Lauf, 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 lauf. Heil, 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 heil. Lauf, 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 lauf. So, Wiederbelebung, zack. Oh nein, gehst du weg, geh weg. Wir müssen gleich wiederbeleben. Wiederbeleben, wiederbeleben, wiederbeleben. So. Nicht sterben, nicht sterben. Ja, jetzt haben wir mal ein bisschen in der Ecke, mehr oder weniger. Ah, wir haben einen kleinen Moment Ruhe. Das schreit nach einem Orangengummi für uns. Na los, lass uns ran hier, du Mistding. Ah, komm schon, lass dich hauen. Ah, wir haben es in der Ecke ein bisschen. Nein, es macht wieder seinen Angriff. Ah. Jetzt haben wir, glaube ich, auch ein Arthas-Heal abbekommen. Also wieder heilen. Die Heilung kam zu spät, meine Kleine. Na los, komm schon. Ja, endlich. Boah. Nein, 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 jetzt nicht so hoch fliegen, das ist uncool. Immer schön hauen lassen, das willst du doch auch, meine Kleine. Während wir hier dabei sind, bitte ein Orangengummi auf dich. So. Oh, das hat nicht so viel gebracht. Ah, oh, nein, kein Artist-Ziel. Hm. Pure? Perfekt. Oh, weg hier. Au, au, au. Hörst du auf, das zu spammen? Komm schon hier runter. Na los. Ah, oh, na toll, wir sind verwirrt. Oh. Na los, beleb sie wieder. Hörst du auf, deine Fähigkeitspunkte zu verspammen? Hör auf, verwirrt zu sein. Na klasse. Obwohl wir getroffen haben, hat der Angriff nicht gezählt. Oh, da kommt jetzt... Na, da kommt die Glocke verspätet. Na, toll. No, nicht... Hör auf, uns... Nein! Wo bleibt die Heilung? So, und jetzt möchten wir uns bitte verbinden. Und kannst du mich mal bitte Artist sealen? Danke. Komm schon! Na los! Ja! Ah, das ist gerade unsere einzige Chance, hier anständig Schaden zu machen. Und das funktioniert zum Glück auch noch halbwegs. Oh! Die Deckung ging noch. Ne, ging eigentlich nicht wirklich hoch. Ah, hörst du auf, hier dich so aufzuspielen, du Mistding, du Doofes. Ah! Nein, 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 nein. Wir wollen die Verbindung unterbrechen. Ich hätte aber nach oben drücken müssen, um die Verbindung zu unterbrechen. Was machen wir denn zuerst? Oh, scheiße. Keine Ahnung, welches Objekt wir gerade benutzen sollen. Du kriegst jetzt erstmal einen Apfelgummi. So. Ah, wir sind noch nicht geheilt. Die Guard ist down, das ist gut. Ja, toll. Ein Allheilmittel, bitte. Das brauchen wir. Ja, wunderbar. Next. Batz. Hat nur noch 5000 Leben, das ist sehr gut. Nämlich selbst wenn wir jetzt nicht treffen, oh, es hat wieder alle vergiftet, brauchen wir nicht mehr viel. Noch einmal blinken vielleicht und dann schön
Er hat Angriff in die falsche Richtung. Oh yeah! Sehr gut, komm schon, komm schon, komm schon! Nein! Nein, nein, nein! Hau zu! Stirb, du geflügelte Missgestalt! Ja, stirb! Ah, ja! That was quite the nuisance. But it sure was pretty. I don't believe it evolved naturally. Then that would mean... Oh, yeah. Huh. Nice. 6 Minuten 17. Scheiße nochmal. Flügelschuhe. Okay. Krankheit Lähmung. Okay, kann ich mir vorstellen. Braucht keine Beschreibung. I hope I can get better. Don't worry. I'm here for improvement. Huh. Geil. Hold up! What do you think you're doing? Wait. Can't you feel it? What? They're lesser spirits. Oh, how wonderful. Wowie kazowie! Thank you, Jude. Huh? I forgot myself and nearly destroyed those lesser spirits. Oh. Then, shall we return to Sherrilton? These people had intolerable amounts of mana extracted from them. I'm sorry I dragged everyone down. We'll try harder, we promise. Den Schluss hat er gar nicht mehr ausgesprochen mit dem schwach wie Neugeborene. Okay, können wir hier reingucken? Ist hier vielleicht noch irgendwo was Tolles? Das Skit gucken wir uns an, wenn wir alle Kammern abgesucht haben. Nicht, dass hier irgendwas Tolles noch irgendwo drin ist, so wie eine vergessene Unterhose oder sowas. Na, man weiß nie, wann man sowas braucht. So... Vor allem, dass wir diese Anlage hier nicht in die Luft jagen oder so, dass wir die Technologie nicht klauen, wobei das wäre nicht so produktiv. Das würde eher gegen unsere... Oh, das ist eine Truhe. Gegen unsere Absichten arbeiten, wenn wir hier die Technologie ja noch nutzen wollen würden. Hier ist nichts, okay. Aber da war noch eine Truhe an einer Ecke. Ist hier vielleicht sonst noch irgendwo eine? Ja. Oder war das die... Nein, ich glaube, da war noch eine. Ich glaube, hier war noch eine, genau. Ui. So, ist gelungen. Und zwar vom Judy. Ja, wir wollten hier rüber. Zack. Zack. Dann nehmen wir als nächstes die KP damit. So. Oh, was haben wir freigeschaltet? Salve nach unten? Ah, verursacht mehr Schaden bei am Boden liegenden Gegnern. Okay. So. Ja, wir wollten auch hier rüber. Hm? Ah. Wollten wir das auch machen? Ja, Auferstehung, klar. Yay. So, dann gehen wir jetzt hier rüber. Zu... Aufheben. Moment, stopp. War das richtig? Ha. Huh. Ich habe mir gar keine Gedanken gemacht gehabt. Hm, scheint so, ja. Ach, dann, ja, dann gehen wir darüber. Ha. Huh. Nun ja. Über die TP. So. Und dann noch der Butler. Hm. Blaue Sphäre, ja, die kriegst du. So, wohin jetzt mit dir? Die Wasserresistenz ist bekannt und dann der Meteorwalzer ist auch noch sehr interessant. Den schnappen wir uns dann als nächstes. So, das war das und dann kommt jetzt das Skit Ungleiche Freunde. Those lesser spirits were so beautiful. I've never seen one before until now. I've encountered some during my time, but not the numbers we just witnessed. Then you're just like us. Indeed I am.
Rowan, thank you for taking my hand when we jumped. You needn't thank me at all. I merely did what I'd do for any of my friends. That's right, we're friends. Yay! I never thought we'd make friends with someone much older. You're very good with children. No, not at all. I just know how to treat a lady. And such a charmer as well. I do get that a lot. I bet you do. Okay. Und während wir hier in diesem mottenverseuchten Labor sind, gleich noch das nächste Skit. I'm sorry we put you in danger again. It's okay. You don't need to say that. We're friends now. Are you sure? Even I get freaked out traveling with Mila sometimes. You and me both. Hey, Elise. I bet we can find someplace nice and quiet for you to live around here. You'd be away from all this danger. But I don't want to leave. This is out of the blue. You got a line on someone who'd be willing to take her? Well, not yet. Don't go making promises you can't keep! So what's the plan, kid? I'll figure something out. I promised Mila I would. For Mila, huh? Erstmal an Elise denken, dass sie das gar nicht möchte, sondern bei uns bleiben will, weil wir ihre Familie sind mittlerweile. Naja. Dann mal raus hier.